Guten Abend. Ja, bin ich auf Sendung? Sendung? Ja. Radio Doc 18. Mein Name ist St. Pauli. Ich habe das Dadamt Zürich gegründet. Und was ich zuerst vielleicht mal sage, ich bin internationaler Ausländer. Manifest direkt Dada. Dada ist direkt, Dada ist live. Dada wurde lebendig geboren und ist seither lebendig geblieben. D, wie so schön, ist der erste Buchstabe direkt. Es braucht keine Erklärungen, es macht keine Adaptionen an Givenchy-Hirne und Aber-Zombie-Popper. Ganz einfach, da ganz einfach. Komm, schau, schau, ei, dabei, sei dabei. Keine Hochglanzflyer, keine zugepflasterte Wischiwaschi-Visuals-Grafik, der hin zum Kunstchen Beliebigkeit, wie es schon jeder Frühteenie-Disco-Event hat, One-Step, Two-Step, und schon sind die Boys ei ei und die Girls ei ei in Till Late und Husch in Hochglanzmagazinen vernuttet, klinisch polierte, körperdesinfizierte Till Too Late. Keine Pfannenfertigkeiten, kein selbstfunktionier garantierter Backofen, berührbar, begreifbar, Dada, ein heißer Ofen. Dada, nicht kuratiert, Dada, nicht kuratierbar, Dada, nicht kunsttheoriebar. Kunsttheoretiker sind die Pesewenkler ihrer Selbstzuhälter, Kunstgeschichtler sind Langeweiler, tote Hosen, Nabelbeschauer, der eigene Leichenbeschauer, Kant oder Kunst. Kuratoren sind zu kurieren, also klistieren und kippen, um ihnen ihre Glitterungen abzunabeln. Unser Dada ist zum Teil teilnehmend direkt. Dada sind wir, Dada sind wir. Dada ist es. Bevor ich dann ja teilnehmen kann. Und mich da wollte ich schon einmal dabei sein, vorher, weil so ohne im Leben, man wohl auch nicht da einfach, ohne kann man auch nicht ganz dabei sein. Im Nachhinein weiß man ja immer alles besser. Soweit, sagt der Mann, der am Wochenende nicht kann, weil er dann seine Kinder hat. Auf die Frage, die ihr euch denken könnt. Wie geht's, meine Damen und Herren? Meine sehr verehrten Herren, Wesenden, wie geht's Ihnen heute? Alles in Butter? Haben Sie heute schon ein Kipfeli gekifft oder einen Kaffee gesoffen? Oder sonstige Alltagskrankheiten den Chef eigenen Zellen zum Fraß vorgeworfen. Pinball, Inch, Tangles, Free Come, Agent, Dim Blood, Scribble, Electric, Voice, AIs, Voice of Sea Cone, Out of Doorways, Tangles, Voices, Tata, Stalin, Carriage, Inch, Car, Vibrate, Tourists, Covers and Terminals, Pinball, Machines, Let's Squeeze, With a Lactic of Doorways, Doorway, Grind, Enclosure of Hatch, Frozen Wet Hot Tourists, Scribble Electric, Voice Eyes, Voice of Cone Eye, Hatch Dim Blocks, H Agents, Dim West of Terminal Electric, Voice of Sea, Overling Out of Agitated, Terminal Electric, Voices of Sea, Overling Out of Agitated Terminals Electric of Voice Sea, Overling Out of Agitated Terminal Electric, Voices of Sea, Shift Lingual, Vibrant Tourists, Free Doorways, Shift Lingual, Vibrant Tourists, Free Doorways, Tata Stalin, Carriage, H, Tata Stalin, Carriage, H, Tata! Totale Ängstlichkeit seit jeher vor allem und jedem, die Panik angesichts des Lebens selbst, die Panik meines schlagenden Herzens, ich glaube, wer den Tod nicht fürchtet, hat irgendwie entscheidend Wahrheit vergessen, dass der einflussreiche zigarettenrauchende Infarktprofessor an eine Wachsgruppe glaubt,
eine von zölibatären Schwestern bestückte und perlengarnierte Wachspuppe, nach dem unglaubwürdig Jahr ihr Meid, sei ein überzüchteter Untermensch, den man ins kalte Wasser stellen, dem man die kalte Schulter zeigen, die er nicht hören wollte und deshalb fühlen, dem man lange genug Zeit gelassen habe, 7 mal, 70 mal, aber der Weinstock ist verdorrt, trägt keine Frucht, wird niemals eine Frucht tragen, also haue man ihn um, damit Platz sei für einen fruchtbaren, gesunden, ihr Baum, ihr Fabinen und Fieber, ihr Menschenumhauer, Novizenzerbrecher. Was kann ich dafür, als Spanischer in diese Welt gestoßen zu sein, in ihr Aufenthalt nehmen, als spanisches Herz? Ich muss mich ja vor euch schützen als Untermensch, denn was denken eure Sprüche? Ihr seid für mich eine Naturgewalt, vor der ich mich schützen muss. Ihr würde mich reinrennen ins Gebirge, in die Wüste, hier an die Ohren laufen, an den Küsten eines Textes und Landen, umwickelt mit Stahls, dass ich glaube, geborgen, behütet, gesichert, begrenzt zu sein, gewärmt und gesichert, darin nicht. Für euch aber eine Verächtlichkeit so, einer kein Mann, auch einen solchen Mann, kann man verzichten, kein Kulturvertrauen hat dieser Mensch, kein Urvertrauen, kein Gottvertrauen, er ist ein schlechter Zinkel. Ein Verzögling, das Hänschen nicht lernte, ja, lassen wir ihn dichten und scheitern, lassen wir ihn schon verrat, wie der Arzt Politiker dekretierte, sieht die Jus in Theatre, wer ihre Poet ist, lassen wir ihn ein gewöhnliches Ausmachen, Asche des Vaters zu begrüßen, das Blitzmal wegräumen, lassen wir den Bär, der das Gegengitter mit einer Tatze gebrochen, lassen wir ihn den Blutegel, der sich voll saugt an seinen getreuen Lesern, lassen wir den Dichter, der überlassen wir nicht mit, Kinder folgen auf den Herzen, kleinen Hölzern auf ihn, folgen Violen in den Wald, und es gibt für die, die an den Fersen des Dichters, an seine Werte, die sich hätten, wenig Aussicht auf Wiederkehr. Lasst den schlechten Stiefel, diesen Außerwinden, überlasst ihn sich selbst, seinem eigenen Unglück. Denkt an den Satz St. Augustins, dass jeder ungeordnet Geist, die selbst zur Strafe werden muss. Denkt an den Alten, von Vater auf Sohn, von Großvater auf Enkel, von Urgroßvater, auf Urenkel, von Gott auf letzte Treuen, Gottes Acht, und mit übertragenen Satz, dass es notwendig ist, sich selbst zu begegnen, die Urgroßmütter raum, dass die Urenkel hinzu, die Großmütter, die Enkelinnen, die Mütter befestigen, ja, es raumt es auch die Großmütter, die Enkelinnen, die Patinnen und Bögen, in den anvertrauten, verursachten Ebenen zu, Selbstbewegung ins Kunst. Wer sich selbst auf der Straße begegnet, steht in einer Schule von Hof, der Sterbe auf der Stelle, wer sich im Schlaf entzweit, beim Einschlafen oder Aufwachen sich plötzlich gedoppelt oder vielfach verformt, obwohl allein im Zimmer kommt, auf sein inneres Gesicht zukommt, vom inneren Gesicht aus zu sehen, vom äußeren Gesicht. I think, therefore I am. I think, therefore I am. I think, therefore I am. I therefore think I am. I think, therefore I am. I think therefore I am. I think therefore I. Am I think therefore? I am I think. I am I think. Therefore I am I. Therefore think I am. I think therefore I am. I think I am therefore. I think and therefore I. I think therefore am I. I think I therefore am. I think I am therefore. Pimpness. Kultness. Geilness. Geldness. Business. Bünzness. Bettness. SS. Flach hinlegen. Blacking. Rub out the word. Rub out the
word rub out, the word rub out the word. I therefore think I am, I therefore I think am. I therefore am, I think. I therefore think am I. I therefore I am think. I therefore am think I. I think therefore I am I. Think therefore am I. Think therefore I am. I am I think therefore. I am think I therefore. I am therefore think I. I am I therefore think. I am think therefore I. I am therefore I think. Geht's noch? Sind Sie noch aufnahmefähig? Sind Sie bereit auf das, was auf Sie zukommt? Nein. Gehen Sie weiter. Weiter. Weiter geht's. Weiter, weiter, weiter geht's. Weiter, 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 weiter geht's. Weiter. Steht bleiben. Sie da. Ja. Genau. Weil wenn es immer weitergeht, kann eigentlich gar nichts schief gehen. Diese schiefe Ebene jetzt dazu veranlagt, Sie von oben nach unten zu, fragen Sie sich, auf keinen Fall, fragen Sie nach dem Weg. Fragen Sie sich, gehen Sie in sich, aus den Augen, in die Krankenhäuser sind überfüllt. Kommen Sie, ich zeige Ihnen etwas. Ich sehe das alles jetzt anders. Mit dieser Wieder-in-Besitznahme-Scheiße können die mich nicht mehr bluffen. Gehört in meiner Branche dazu, gesetzlich vorgeschrieben. Unter dem Tisch zeigt er mir seinen Umschnall-Dildo. Jeder kann aufsteigen. Du musst dich nur auf einen Handel einlassen. Das ist alles. Von Clement Panzers, dem belgischen Dadaisten aus den 20er Jahren. Genese Lunapark beleuchten die öffentliche Meinung, die vielfarbigen hell-dunkel, zuckersüßes Kompott scharfsichtig vergipst auf Felgen im Laufen, gepanzerter Motor mittels Freude-Schmerz-Mischung, Glaube-Glück-Orchester, Mythos-Tam-Tam, Rausch in Mockenkugeln, die elastische Animalität, hoch-tief, Verwirrung der äußerst abtrünnigen, die Gnade in Prisma auf den Kreuzungen, die Unbewusstheit, weit Börsenspiralen, die Zusammenhanglosigkeit, Aktion und Reaktion auf die Sonnenblume, zwei Flügel blau und rot detonieren die Motoren durch die Auspuffrohre des ängstlichen Kindes im Bad. Kriterium, Kautschuk von Ideologien, eingeseift in Korkbutter, der starke Kleber pfeift gedämpft, der Furz unter dem Wasser als Blase an die Oberfläche trudelt, parfümiertes Puder der Qualm, Nutzlosigkeit, stößt die Illusionskreuze hart gegeneinander, die kannibalischen Säugetiere Glaubensbeweise erbringen, Presskopf wie anderes Hackfleisch, auch die Zeichnung zerquetschtes Fliegenhirn zwischen zwei Foliopapieren des Zufalls, der Fantasie entsprungenen Akrobatien sowie die Verpflegung des Geköpften durch den Hintern, das Weibliche in wissenschaftlicher Nachahmung reitet auf der Gaslaterne Bauch und Blase sich aufblähen, eine Art Froschspielhilfsmittel konkubiniert mit den Manikern zu überfeinerten Atmungssynthesen. Der Regen platzt in seinem Fall in festen Massen auf und die heiteren Bäume sind undurchdringlich. Niemand schreit über die Massaker. Zugleich bestehen die vom Abgrund aus zugänglichen Ziele. Damenzahl mit klinischem Programm und Leichenhalle eines zu den verlockenden Sehnsüchten dröhnenden Sektglases.
nächtliche Schmetterlinge verbrennen sich die Gehirne an den Irrlichtern. Sehen Sie, die Fliege zieht durch Stiche die Schlafgrenze zur überdrüssigen Anstrengung, Nichtigkeit, überqueren die Tumulte in Linien tremolos das Echo vermischter Nachrichten, laufen zickzack in feiner Auslese durcheinander, nach der Prinzippunktierung ausgeschnittenen Farsen. Adam und Eva kacken unerwünscht bei der Kinderpflege auf den Müllberg verschleppt, Amalgam aus Mutmaßungen. Himmel und Erde schlagen die Beckeneröffnungen des Jahrmarkts, geschälte Ephemeriden, gebraten und Eiscreme, der Jockey indoktriniert die Masse, vielgesichtig gehupfte Hühnerhaut, geschwungene Achterbahn, die Flakons galoppieren, französische Reklame mit dem Fetischen im Gesichtswinkel der Totenstadt, Schnecken in der Kasserolle, aus der Grün der Sellerie, Dampf, Natur, Annonce, Nachruf der Miesmuscheln, die der Kutapercha-Hut kostet, Pamphlet, das in der Nummer 13 erklärt wird, der freie Kutscher an der Leine des Ü-Hot-Dial-Projektors fährt, dreifache Pfote, Spielzeug, Windmühle in Abstufungen, amputierter Mechaniker, Cakewalk in gestaffelte Breton, die Krebsdame, Musikolor in Streifen, Pfifferlinge mit violonisierten Gliedern, in Abracadabra rumpelt der Karren, die farblose Viola in Holundermark entrollte Pyramide in Streifen auf dreieckige Spiralfeder, das Chaos entlädt vor der Zeit in degradiertes Gelb, denn Farbabfälle, die Materie, das Waschbecken, der berockten Lehrlinge verschmutzen, räkelt sich ihre überraschte Kreuzspinne vor dem Vogelleim doppellaut, der affektive Farbflecken bildet Weißfluss, der Wirbelanemie, den die Tangente abtropfen lässt, auf ihre Flugbahn aus dem Innenhof der dynamischen Ellipse zu Erdstößen auf adäquater geografischer und typografischer Karte erhitzt. Erogener Plakatanschlag im Innern des Karussellkleids, die Weiblichkeit entlang der Schnittlinie der Arschbacken mit nuancierter Analogie, streicheln Schinken aus Schweinereien, Lachanfälle in Kreisen onduliert durch das gekühlte Mütchen, die verlöschten Lichter legen sich in Falten zu Hals kraus, der Vorhang über der Anstrengung schließt sich ins schwarze Loch, nach Mitternacht schnarcht die geheiligte Überzeugung, der Hahn schreit wegen Magenverstimmung und Baumeister hängt sich an seinem Rammsporen auf, heulen die Hühner, Kaka, Kaka, Bäh! In the beginning was the Word. The Word was and is flesh. The Word was and is sound and image. Sound travels at the rate of 1,114 feet per second. Image travels at the speed of light, 186,000 miles per second. Mr. B at point B prime and Mrs. D at point D prime are 1,114 feet apart. Mrs. D is equipped with a penetrating long-range voice that carries from point D prime to point B prime. Mrs. D screams, "Flash, flash, 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 you stinking heel!" She hopes her contempt does not show unprotected margin. Mr. B is equipped with a telescopic sight camera and a tape recorder. The camera and tape recorder are synchronized so that when Mr. B sights the beginning word on the lips of Mrs. D, he takes her picture and begins to record. 1 second later, he hears and records her words. When he hears her words, he has already taken her picture. Mr. B has taken a picture of Mrs. D 1 second before she manifests herself to him in word. Mr. B has split Mrs. D's word from her image. Mrs. D might well blow out some further pleasantries. Mr. B, feeling he has heard enough already, provides himself with a rifle.
Mr. B mounts the rifle and the telescopic sighted camera on a tripod. The rifle has a muzzle velocity of 2,228 feet per second. When Mr. B sights the beginning word on the lips of Mrs. D, he squeezes the trigger and takes her last picture. Half a second later, the bullet hits her square in the mouth and explodes her back brain. 1 second later, he hears and records her last words, flash, flash, fl. Mrs. D has ceased to exist half a second before he hears and records her last words. Exposed negative wipe tape. Je weiter ich wohin schaue, wo bin ich, wenn meine Zukunft in der Vergangenheit eines anderen ist, dann verhält es sich im Raum so, dass je weiter etwas von mir entfernt erscheint, desto mehr repräsentiert es meine fernere Zukunft, aber auch eine zeitlich entferntere Vergangenheit. Und je näher ich dieser komme, umso mehr wird es zu meiner Gegenwart. Meine Zukunft liegt in der Vergangenheit eines anderen. Was vor mir steht, ist eine Vergangenheit, die ich noch nicht betreten habe. Was hinter mir ist, ist eine von mir begangene. Wenn ich mich umdrehe, darf ich nicht zurückschauen. Vergangenheit passiert im Kopf. Meine Gegenwart kann nur dort sein, wo ich bin. Alles andere ist Vergangenheit. Es kann auch meine Zukunft sein. Aber meine topografische Zukunft liegt in meiner visuellen Vergangenheit. So wälze ich die Gedanken Tag ein, Tag aus dir, mit dir, durch dich, in mir. So. Du wirst an die Wand deines Alters gestellt. Dein Geburtstag hält Mahnwache. Du gibst dem Aufsichtsrat die Hand. Er zieht sie dir gewaltlos aus den Manschetten. Die Hand wird dir unten an der Rezeption rekuriert. Weiter, Peter, weiter, Peter, weiter, Peter, weiter. Jetzt, ein Dialekt, wo du schon da bist. Ein Dialektgedicht. Das Gedicht heißt auf Hochdeutsch Bücher. Im Dialekt Bircher. Die Bircher. Die Bircher. Die Föhl Bircher. Der liest schon wieder in die Bircher. In die Bircher. Nach der Bircher. Der härtet auf. Der bringt immer mehr Bircher an. Wir schmeißen ihm die Bircher weg. Wir kommen wieder dazu, so viele Bircher. Der liest ja nur noch in seine Bircher. Der tut ja sonst nichts, außer in seine Bircher lesen. Weg mit den Bircher. Dann mal ihm die Bircher weg, damit wieder Luft ins Zimmer reinkommt. Alles, was recht ist. Man kann ja gar nicht mehr zusammenhängen, weil der so viele Bircher hat. Weiter, jetzt, wo sie schon hier sind. Mein ältestes Gedicht, das habe ich 14 geschrieben, mein größtes Gedicht. Das Gedicht heißt Drachensaat. Das ist 1977 verfasst worden. Wir sind nur Kokolithen, toter Riesen, pflanzenfressender Giganten. Nur noble Exkremente ohne Hoffnung weich geworden, Klumpen schlammiger Versteinerung. Nur Glied in einer Kette längst verrostet, ausgedehnte, müllzertranzte Seile zwischen dir und Übermensch. Das sind wir abgerodet vom Zerfall, der gründlich hackt. Nur Brennholz eines unbekannten Meisters, zerklüftet von Erkenntnis, abgeführt, verbannt in Engelkinder, heimatlose Wir, verbrannt und abgeholzt. Gemästet und geschlachtet, fettgehungert. Der Klugcharakter furcht den Stein nicht wund, und keines Bauern Zugtier quält sich am Granit. Umsonst, die scharfe Schneide wird verbogen, abgestumpft,
Die Saat verweht, verdorrt, verrottet, stirbt wie wir. So. Jetzt. Jetzt, wo Sie schon hier sind, bleiben Sie einfach da. Weiter, 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 weiter. Weiter, 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 weiter. Wieder weiter. Nicht weiter. Oder wieder weiter. Peter, das ist mein Text. So weit schon. Auf dem Trommelfeld hat sich die Flügel der Zerbrechlichkeit. Ich sitze im Garten und die Stunden sinken zu Boden. Schwarze Seiten Papiers im Sturzbachschatten werden hinuntergeblättert ins Gras. Gehen Sie geradeaus, dann rechts, geradeaus links, bleiben Sie auf der mittleren Spur, bis Sie feucht werden. Links, geradeaus rechts. Geradeaus dann rechts folgen Sie den Markierungen Ihrer Gefühle, der Vernunft. Lassen Sie sich nicht fehlleiten. Drehen Sie sich nicht um. Nie nicht umdrehen, weitergehen. Hier gibt es nichts zu sehen, zumindest vorläufig nicht. Fragen Sie nicht, fragen Sie nichts. Wollt ihr nichts wissen? Lassen Sie es dabei. Bleiben Sie dabei. Stehen bleiben, im Kreis drehen, weiter, im Kreis drehen, umdrehen, nichts bleibt, es bleibt zurück. Sie werden schon sehen, was bleibt. So werden Sie nie bleiben. Verstehen Sie? Sie werden immer ein Stück zurück sein, geblieben, zurückgeblieben, wie Sie sind. Hat man hier selten gesehen. Sie sind ja doch geblieben. Anfänglich haben sie gedacht, sie wird gleich weitergehen. Aber jetzt macht es nichts, macht nichts, macht ja nichts. Eigentlich macht es ja nichts aus. Beurteilen Sie die Situation mit Ihrem Instinkt. Stillgestanden, aufgepasst. Bewegen Sie sich im Rhythmus. Nach vorne. Zur Seite. 1, 2, 3, 4, 5. Diametral. 2, 1, 3, 4, 5. Noch einmal. Weiter. 3, 1, 2, 4, 5.
Zu Gast in diesem Palast geben Sie im Moment eine Zeit, selbstverständlich. Doch auch hier, wie vielerorts, ist das Bleiben eine Angelegenheit des Wartens. Warten bis in alle Ewigkeit, bis dann der Tod euch scheidet, die Verbindung getrennt, eine enge Verbindung bleibt. So gesehen sind Sie schon längst nicht mehr da, auch wenn Sie hierher gekommen sind, um zu bleiben. Derweil sind Sie ja schon eigentlich längst nicht mehr hier. Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum Sie überhaupt hier sind? Warten Sie noch einen Moment, einen Moment. Sie haben sicher noch irgendetwas anderes zu tun. Verfolgen Sie ein Ziel, wenig Zeit, wenig Ziel, schnell, schnell, ein Auftrag in eigener Bildung, Karriere, Langeweile, kurzer Sinn, ein unerwarteter Zufall. Eine Minute noch, eine Minute. So gesehen sind Sie schon lange genug hier und können eigentlich schon wieder gehen. Sie haben sich aber offensichtlich gegen alle Erwartungen nun doch zum Bleiben entschieden. Was nicht nur Ihrem Gesichtsausdruck, sondern vor allem auch der Tatsache zu entnehmen ist, dass Sie noch immer hier geblieben sind. Nicht weitergegangen. Gut. Später werden Sie gehen wollen. Sie werden nach Hause gehen oder fahren wollen, doch gehen Sie nie nicht fort, ehe Sie nicht ein bisschen geblieben sind. Gelb lieben. Aber vorher gehen Sie weiter. Weiter nach vorne, weiter gehen. Weiter. Nicht aufhalten lassen. Die eigentlichen Ziele der Islam AG liegen im Dunkeln. Sparen Sie nicht mit Geduld. Unnötig zu sagen, dass alle Beteiligten dabei ihre eigenen Interessen verfolgen und jeder versucht, den anderen irgendwann übers Ohr zu hauen. Frivoles Auftreten. Einführung zu Histoire Naturelle. Die Medaille geht auf, während die Sonne sich nach 50-jähriger Dienstzeit in die kalzinierten Räder des Lichtes zurückzieht. Der Mensch hat die Wecker durch Erdbeben, die Dragee durch Hagelschauer ersetzt. Die Begegnung zwischen dem Schatten des Menschen und dem einer Fliege verursacht eine Überschwemmung. Der Mensch auch hat die Pferde gelehrt, einander wie Präsidenten zu küssen. Mit diesen 11,5 Schwänzen zählt der Mensch 11,5 Gegenstände im möblierten Zimmer des Alls. Die Vogelscheuchen, die in ihren Knopflöchern Vulkane und Geysire tragen, die Schaufenster der Ausbrüche, die Auslagen der Lavaschnur, die Sonnengeldsysteme, die etikettierten Bäuche, die von den Dichtern abgerissenen Mauern, die Paletten der Cäsaren, die völlig stillen Stilleben der Ställe, der Sphinxe und die Augen des Menschen, der versteinert ist, weil er nach Sodom geschielt hat. Betritt die Kontinente ohne anzuklopfen, aber mit einem Maulkorb aus Filigran-Fäden. Blätter wachsen nie an Bäumen.
Wie ein von oben gesehener Berg haben sie keine Perspektive. Vor einem Blatt nimmt der Betrachter immer eine falsche Stellung ein. Zweige, Stämme und Wurzeln erkläre ich für die Lügen eines Kahlkopfes. Wie ein Löwe, der blutdürstig ein leckeres Brautpaar wittert, wächst die Linde gehorsam auf bretterbedeckten Ebenen. Der Start des Kastanienbaumes und der Eiche erfolgt auf ein Fahnenschwenken. Die Zypresse ist nicht die Wade eines eucharistischen Balletts. Wie die Friedhöfe der Bauchredner oder die Felder der Ehre zu viert vor die vier Vorhergehenden gespannt, kommen die Insekten daraus hervor. Da ist Eva die einzige, die uns bleibt. Sie ist die weiße Helfershelferin der Zeitungsdiebe. Hier finden Sie den Originalkuckuck der Wanduhr. Das Geräusch seines Kiefers ist wie das eines starken Haarausfalls. So zählt man zu den Insekten das schutzgeimpfte Brot, den Chor der Zellen, die unter 14-jährigen Blitze und ihren untertänigsten Diener. Der Himmel der Seestücke ist von expressionistischen Tapezierern dekoriert worden, die einen Schal mit Eisblumen aufgehängt haben. Um die Zeit der Ehediamantenernte trifft man auf den Meeren riesige Spiegeltürschränke an, die auf dem Rücken treiben. Der Spiegel ist durch gewichste Parkettfußböden und der Schrank selber durch goldene Schlösser ersetzt. Diese Spiegeltürschränke werden als Boxring an Hebammen und an Störche vermietet, die darin ihre unzähligen Wunden austragen können. Oder auch als Kissen an riesenhafte, verrostete Münder, die darauf ruhen und manchmal Couscous ein paar Küsse darauf drücken. Deshalb nennt man auch die Meere Couscous, denn Kuss heißt Kuss und zweimal Kuss gibt Couscous. Sie sehen also, dass man seinen Herrn Vater nur Scheibe um Scheibe verziert. Ausgeschlossen damit, bei einem einzigen Frühstück im Grünen fertig zu werden, und selbst die Zitrone fällt angesichts der Schönheit der Natur auf die Knie. 1926. AJ propagiert die Zerstörung Israels. Mit dieser ganzen antiwestlichen Stimmung hat man hier ein ziemliches Problem, die Vorzüge der jungen Araber zu genießen. Die Situation ist fast schon unerträglich. Israel stellt ein ausgesprochenes Ärgernis dar. Eine typische AJ-Geschichte. Clem und Jody geben bekannt, dass sie die Ölfelder des Nahen Ostens zerstört haben möchten, um den Werten ihrer venezolanischen Aktien in die Höhe zu treiben. Salvador entfacht einen undurchsichtigen Wirbel internationaler Finanzgeschäfte, um seine liquefaktionistischen Aktivitäten wenigstens vor der Parteibasis zu kaschieren. Jetzt ein paar Worte zu den Parteien von Intersoul. Proclaim present time over. Proclaim present time. Over proclaim present. Time over proclaim. Present time. Proclaim present time over. Proclaim time present over. Proclaim over time present. Proclaim present over time. Proclaim time over present. Proclaim over present time. Present time over proclaim, present over time proclaim, present proclaim time over, present time proclaim over, present over proclaim time, present proclaim over time, time over proclaim present, time proclaim over present, time present proclaim over, time over present proclaim, time proclaim present over, time present over proclaim, over proclaim present time, over present proclaim time, over time present. Proclaim, over proclaim time present, over present time proclaim, over time proclaim present. Thank you.
Kunst und neun weiteren befreundet. Hört die aktuellen Aktivitäten, fragt sich ungefragt ihren Weg, ob Kunst oder gefällt nicht. Aus dem Saft der wortlosen Frucht gepresst, gnadenlos und gesund, finden Schale und Text ihren Weg aus der Maschine. An vielen Orten wird gelacht, Novizen niedergeschrieben, Favoriten gezählt, bei 80 Watt mit 5000 Umdrehungen. Sich selbst im Strom angesehen. Subscribe zu irgendwas, 2000, ich bin meine Freunde, es ist nie zu spät. Gefällt mir nicht, gefällt mir nicht. In einer Beziehung, hat hier studiert, wohnt in einem Haus für elektronische Künste. Do not wow. Kryptische Übertragungsfehler sind die Rettung des Dichters, der selbst den Mantel des Schweigens folgt mit einer Teilung im Munde. Naive tägliche Verfehlungen bäumen sich auf, drehen, tanzen, schleudern, beschleunigt zur Spitze hin geschossen, Wortfetzen und Drohungen mit Raketen beantwortet. Informationen bearbeiten, Bearbeitungen ändern, Änderungen speichern, Speicherungen melden, Meldungen sperren. Aufgedacht, eingeladen, an dich gedacht, nichts gemacht, ein Foto hinzugefügt. Stecker raus, Bild weg. Was machst du gerade? Nicht alles zu wenig, dachte er, nichts im Wesentlichen unauffällig. Spannende Ausbildungen mit Blumen drin, Datenschutz, Nutzungsbedingungen, Kuchen und mehr. Kostenloser Versand, Versand kostenfrei für einen legendären Auftritt. Dann zur Ruhe gesetzt, die Löcher der Unruhe gestopft, das perfekte Styling für jeden Event geholt, super schön, auch ohne Selbsterklärung. Super schön. Ohne Bild. Ohne Profil. Der schüchterne freie Autor hat schon wieder vergessen, wie man ein Sektglas hält. Oder macht sich einen Kopf deswegen. Da war doch etwas, irgend so eine Benimmregel, die er gleich wieder vergessen hat, die er sich weigerte zu befolgen, die gleichwohl in ihm desto mehr spukt als Verhaltensunsicherheit. Sein gequältes Lächeln. Sei doch befreit. Und da wird ihm offeriert, einiges Geld damit. Er braucht es jetzt dringend, sie wissen es nur zu gut, verdienen zu können, ein Buch gegen die Natur zu schreiben. Als Kiko schlägt er selber Abschied von der Natur vor, ein Pamphlet gegen die Ökobewegung. Dabei liebt er bis jetzt ausgedehnte Spaziergänge in der Natur, immer am liebsten ohne Menschen oder doch nur mit einem Freund manchmal, der ihn bestätigte. Wieder in seiner kleinen Wohnung beginnt er stattdessen einen Ordner mit der Aufschrift Abschied vom Menschen. Stellt es richtig, Abschied vom Bürger.
Do it yourself. Mach's dir selber. Der Gartenkatalog, bis sich der Balken bog, sich die Balken biegen, Westen, die Westen der braven Lohnsklaven, kompetenzkreativ, mehr dumm als naiv, die Balken in den Augen und holzen lieber Wälder ab, als auf Zahnstocher und Wirtstochter und Zahnärzte im Herzen auszumerzen und haben Warzen im Garten und züchten Geschwüre und schwören auf Schnüre, Nesseln und Fesseln sich ans Eigenheim, Eigentor. Beleuchteter LED-Screen. Dann weiß ich, es ist früher Morgen. Langsam bewegt sich die Welt auf die erste Statusmeldung zu. Unaufhörlich dreht sich die Sanduhr. Fenster klicken, Messer schlitzen, erste Brötchenhälften in Öfen und in Mägen zu transferieren. Verliebte ficken ohne Kondom zum Aufstehen. Erste Krokodile tauchen aus dem Instagram-Dschungel auf, gefolgt von Läufern in olympischen Disziplinen. Musik setzt ein.
friend for you. With my daughter.
einem Bauernhof in der Schweiz. Man zeigte mir riesig formatierte, monochrome Kinderfotos, noch aus den Anfangszeiten der Fotografie. Die Fotos befanden sich in Mappen, die mit vielleicht chinesischen Piktogrammen beschriftet waren. Die alten Bauersleute befanden feierlich, jedes ihrer Kinder sei heilig. Sie sprachen davon, dass die freie Entwicklung eines jeden das Heilige sei, dass ihnen jede Gestalt, die eines ihrer Kinder annehmen würde, willkommen sei, und sie öffneten und schlossen vor mir diese riesigen altertümlichen Mappen, so zeremoniös, als handelte es sich um ein Evangeliar. Auch Robert Walser ist sehr aufgewachsen, sagte mir der alte Mann. Wir haben nie etwas anderes verwehrt als den Eigensinn unserer Kinder, sagte die Frau, und der Mann nickte zustimmend. Egal, was aus ihnen wird. In den Bäumen bewegte sich eine alte, morsche Schaukel vom Wind. Da kann man jetzt draußen den Wind gucken, wenn man nicht weiß. Hallucinated have come to tell you that the utilities are being shut up. Dreams monitored, though direct, sex is shutting down everywhere. You're being sacked. Our words are taped. Agents everywhere making down the line once to exterminate. They are turning out the light. No, they are not evil nor the devil, but man on a mission with a spot of work to do. This, dear friend, they intend to do on you. You have been offered the choice between liberty and freedom, and no, you cannot have both. The next step is everyone into space, but it has been a long, dull wait since the last Tower of Babel, the first derisive visit of the paracyclic. Let's not hear that noise again and again and again. That may well be the last word anywhere. This is not the beginning. In the beginning was the word. The word has been in for a too long time. You and the word and the word and you. We are out. You are in. We have come to let you out. Here and now we will show you what you can do with and to the word, the words, any word, all the words. Pick a book, any book, cut up, throw thoughts, newspaper, medicine, the Bible, the Quran, the Book of Moroni, Lao Tzu, Confucius, the Bhagavad Gita, anything, letters, business correspondence, ask all the words. Remember, das tut mir so leid, meine Freude zu lieben. Ich komme, ich küsse dich auf den Mund. Distant Sky, Sad Boy, Speaking from Magazine. This page, the third back at Dios, and that. Und ich kann das Fest nicht mehr sehen. Doch ich Message from his God. Und ich höre die Sonne auf meinen Kopf. Buried in sand. Vielleicht scheint's auch hear the scribe. Walkie talkie talkie. Must be raised. You hear now? Right or right to scan. Your message as it were. Said the operation consisting. You're yourself, Mr. Bradley. Of course, who else? You're is arrested, wasn't it? Last time whistling messages that is you to scan out, as it were. A distant hand lifted. You and I, said Holt. Broken bill, knife, cough, he lands in, cough, present time, long cough, decoding errors, cough, empty arteries, must tell you, cough, adios, who else, cough, truth,
September 17th, 1899, over New York. Aber die Bäume biegen sich. Wo, 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 wird kleiner und kleiner, Horizont. Habe ich noch was vergessen? Habe ich noch was vergessen? Zu einem Punkt. Der Balkon ist gleich. Geht auch. Horizont ist endlich an. Du riefst es mir nicht, den Worten zu folgen. Auf dem Eisen. Und nun ist der grüne Nachtglaube. Was sagen die, die ich höre? Verfolgt sie nicht durch die Nacht. Die Gärten machen weniger Lärm. Das Angesicht der Verfolgung. Setzt dem Schizophrenen einen Schuss herum. Eine grüne Eidechse. Oh,
Der Bewunderung des Schauders gesprochen. Setzt euch hin und redet nicht so viel über Dinge, die man nicht essen kann. Setzt euch hin und redet nicht so viel über Dinge, die man nicht essen kann. Setzt euch hin und redet nicht so viel über Dinge, die man nicht essen kann. Setzt euch hin und redet nicht so viel über Dinge, die man nicht essen kann. Setzt euch hin und redet nicht so viel über Dinge, die man nicht essen kann. Setzt euch hin und redet nicht so viel über Dinge, die man nicht essen kann. Setzt euch hin und redet nicht so viel über Dinge, die man nicht essen kann. Schaffen es an der Endhaltestelle aus dem Bus, ohne vom bereits wartenden Verfolger gestellt werden zu können. Auf der Flucht lesen die Kinder den Mann ohne Eigenschaften. Es ist das einzige Buch, das sie gefunden haben. Der Täter schickt einen Virus aufs Handy, um ihren Standort zu bestimmen. Als die Kinder es herausfinden, ist es schon zu spät. Plötzlich liegt der Verfolger am Boden und wird von einem Fremden attackiert. Rundherum hat sich eine passive Menschenmenge dazu gesellt, die einfach nur zuschaut. Die beiden Kinder kommen näher und sehen, dass es ihr Peiniger ist. Er wird öffentlich hingerichtet und zu einem Schnitzel verarbeitet. Immer wieder von allen Seiten in die richtige Form geschlagen, langsam gemäht, Eier drauf und Semmelbrösel. Ein Mann sagt, das ist das Einzige, was man mit ihnen tun kann. Panieren und braten. Ich
Ich meine, man muss sie nicht essen, aber die Tatsache, dass man es könnte, macht die Sache appetitlich. 40 Jahre später im Auto. Der Mann fragt die Mutter, die am Steuer sitzt, ob er den beiden Kindern etwas kaufen könnte, was sie gerne hätten. Sehr gut. Der Peter hat gleich reagiert auf das Mikrofon. Wir haben das nicht abgesprochen vorher. Ja. Der Vater führte mich als Kind rasch am Affenhaus vorbei. Mit dem möglichen Sex dort. Ja, mit 6 Jahren irgendwann auf Rinder schon die lateinischen Bezeichnungen für die Wolkenbildungen her sagte. Cirrus, Cirrocumulus, Cirrostratus, Altocumulus, Altostratus, Altocumulus, Altus, Limus, Altus, Cumulus, Cumulonimbus, die haben immer wieder durcheinander bringen, üblich, ich damals noch klein bin, erst nur im großen Ertragen lernen des Himmels. Rücklings im Gras liegend, wagte ich nur für kurze Momente hinaufzublinzeln. So schrecklich war mir die Höhentiefe des Himmels. Später hielt ich Kundilingus, so ist irrtümlich für die Wolkenbildung. Ja. Die Zecken sitzen im Genick und die Hirnhaut im Zündung macht Klick. Mit dir ist es vorbei, dein Bewegungsapparat hat Tschüss gesagt. Ist die Türe zu. Klein muss es sein, heiter und fein, ohne Punkt, ohne Strich, ich vergesse dich nicht. Ich war ein Monument, ein Gerät, ein System und ein Fels am Hafen von Sevastopol. Dort haben sie mich hingestellt, irgendwann haben sie mich umgedreht und dann ganz entfernt. Neulich bin ich dorthin zurückgekommen, habe mich selbst eingeladen, habe mich mir wieder alles angesehen, den Bunker, alte Bücher und Hoden gefunden, die ich damals abgeschnitten habe. Damals, aber eigentlich waren es nur Flugzeuge, mit denen die Kinder gespielt haben. Sind 4 Männer hereingekommen, im selben Alter wie ich, habe ich mit ihnen zu sprechen begonnen. Hart und frei haben wir Erinnerungen ausgetauscht, bin ich dann draufgekommen, dass sie Touristen und ich ein Nazi sei. Wollten mich nicht mehr gehen lassen aus diesem Freiluftgestüt und haben mir 10.000 deutsche Einheiten geboten, wenn ich bleiben würde im Bunker als Echtzeitsoldat. Habe ich nicht ablehnen können, weil sie mich sonst in den Kerker gesteckt hätten. Mit 99 Lenzen eine Schande gegen den Menschen bin ich geblieben. Leute von unserem Aufenthalt in Polen erzählt, den gerechten Verfechtern und gelandeten Gestrandeten, von den Sendeaufträgen in amerikanisches Feindesgebiet bis zu den Angriffen auf unseren Bunkern. Am Schluss bleibt kein Stein auf dem anderen. Die Monumente verwandeln sich in Wanderer. Der Zeit bleibt keine Zeit, sich zu verwandeln in Heiterkeit von Frostbeulen übersehen. Zum Andenken gab es auch eine Unterhaltung.
Fischer spielt in einer 18 x 20 Meter großen Leinwand mit Hand und Fuß das Keyboard und verspielt sich dabei recht oft, weil die Tasten recht klein, doch nichtsdestotrotz war das Ding immer genial. Ich habe dann noch recht viele Aufzeichnungen in meinem Bunker gefunden, die alten Gedanken, die klaren und reichen, das schöne und hurtige, das unleserliche, ungeduldige, die sittenlose, längst vergangene, heimatlose Innenansicht eines unterbegriffenen Pioniers. Ich hätte immer alles aufschreiben sollen. Man sollte immer alles tun, nicht erledigen, aber tun, ohne Gedanken. Museum gelandet in einer beleuchteten Vitrine, das Beste, das dir passieren kann, sagte Großvater, der den Partisanenangriff knapp überlebte, aber sonst auch keine Qualitäten aufzuweisen hatte. Macht es mir nichts aus, ich bezahlte die Ratte und verbrachte den Rest des Jahrhunderts im Scheinwerferlicht der musealen Kunstlosigkeit. Geh fort von mir. Jetzt mal ein Schweizer, Heinrich von Arburg aus Luzern. Zwei Texte. Des Volksempfindens gesünderer Teil. Seit jeher weiß ich nicht und wage nicht zu wollen, zu wissen, von dannen ihr komme, allein nimmer vermeiden, ganz aber verleiden. Näher dein Leben zu mir, verschleime denn Gott. Man vermag, hab Habersack, Kalligraphos, Nervenserne, Männen alt, Kannibal, servieren, spüren frei, seicht mein Eid, Reue, immer klimmend, schwindsüchtig, fruchtspruchlos, Übergang und weiter werden wird nie. Mittelbar, unfassbar, einfühlsames, losbar, mit nicht, auch nicht, aber semi-sekundär, sekundär zu Tausenden füllt ihr eure Hör-, Seh- und Frisiersäle. Aber, wabern bei Bern, sei's doch euch Saubrut, hängt ihr ihn mir an, denn du Bekleider, den Künder, den Kündiger von Neuem, von Gelegenheiten, gelegentlich oder sei's nicht bald. Ach, wie gut, dass zwar und ob zwar, Herr Zar, beseiteter Zar, ich manchmal und obmal beim Vorfall und Nachmal, aber damals und niemals vergaßen. Das ist mein Vorhanggarten. Jede Blume ist und sind deine treuen blauen, braunen, grünen, gelben, roten. 9 waagrecht, 31 senkrecht. Hier Augenware und Trichterwelt erklimmen und lediglich vertan. Klar oder unklar ist das Sirren der Fliegen bei Gegenwind. Blitzartig. Projekt Nagasaki musste vertagt werden, nichtsdestotrotz kombinatorisch. Durchgeführt wird nahrhaftes Norwegen, die Seele im Brahmar basieren. Tragsack. Das Fliegen der Maikäfer, Flieg und Pommerland, Nebel. Nicht nur da und dort abgebrannt. Larve am Meerbusen abkapseln, beispiellos als Sachwert. Die Wühler und der Trost der Morsch-Dinge. Reste umsonst. Inkommensurabel, Entfremdung, aussichtslos, Sprung, Knochen, Herz, eine hirnverbrannte Idee, die Verbrennung des Gehirns. Die Lesbarkeit leidet etwas darunter, seien Sie bitte still, bitte beachten Sie, es denkt jemand an Sie.
Mini-Manifest Nummer 2. Dada-Mü, Müll. Dada ist Recycling. Dada verwertet all den Müll der Politiker, Quassler, Werber, Künstler, Theologen, Ökognomen, Industriezis, Konzert, Konzerne, Konzern, Konzerte, Trendbünzlin. Iris, Igel, Idiosynkrasie, Isfahan, Kollagene zu Collagen, Schwerter zu Schweizer. Müll ist das Grundnahrungsmittel Dadas, das Pavian-Gebaren der Statusbedürftigen, das den Müll gebiert. Audi A8 Schrottprämie, eine Prämie dem, der so Schrott kauft. So erringt man Dada-Status. Gedicht. Dein Cocktailkleid tut mir leid, dein Haus am See, oh je, dein Rassehund ist Schund, Armani-Brille, Kille, Kille, dein Laptop ein Schlappflop, dein Parfüm ein Ungetüm, dein Haarschnitt ein Shit, dein Anzug nur Durchzug, du Müller bist, da ist. Die Notwendigkeit, den Energieüberschuss, der nicht dem Wachstum eines Systems zugeführt werden kann, ohne Gewinn zu verlieren, das ist Kultur. Kulturökologisch passiert hier nichts weiter, als Müll wieder zu Geld zu machen. Dazu sind ständig neue Mechanismen benötigt, um diese Umwandlung durchführen zu können. Alle künstlerischen Kräfte sind dazu aufgerufen. Der Verlust kann zum Beispiel verwendet werden, um in der Folge Steuern zu sparen. Tiefer Schnitt, Einschnitt in den leeren Raum macht mich voll. Gefüllt hast du mich, füllst mich immer noch. Kein Platz, kein neues Nichts hat sich in mir eingestellt, kriege mich nicht leer. Fühle mich aber so bouleversé, so wie ich mich, vielleicht immer so wie ich bin, doch ich bin nicht Einzige, auch wenn ich fühle, heute, jetzt, das später, immer noch jetzt, doch anders, mehr, ja, mehr, aber auch weniger, reicher, ist nicht gesagt, kommt auf einen Punkt an, den ich nicht, bin ich da, kann ich ihn, aber sicher ist nichts, was ist zwischen oben und unten, was oben, was unten, wo was ist, ist was, denke verweigern, denken sitzt gut, überall. Wo du nicht bist, da sehe ich dich, fühle, dass du bist, besser warst. Warst ein Gefühl. Ist nicht jetzt. Du bist nicht nur Gefühl, für mich auch nicht, aber einfach ist es nicht. Gefangen in Grenzlandschaften einer nicht definierten Landschaft. Grenze, wo rechts, links, vorne, hinten, oben, unten, wo nichts ist, da war nichts. Denn es ist nicht mehr. Auch wenn es gewesen ist. Attention, US tourists. Ticker tape bringing you an old stock market spell from Hattie Green, the Witch of Wall Street. Rain, corn, swampy, doo doo doo. Parade, Kai, Asset, Georgia, Super. Swift, Sun, Race, Wing, War, Zoo. Doo doo doo, Synth, Time, Tyrosine, Oil, Morse of Foam, achoo. Doo dot doo. Rome, mirror modeling, Getty Oil, Sham Shell, movie sets, Denmark, Zone Hack, Whoa, Halliburton, do, Slick Swinging, White, Wilson, Dodo, 22, do, Dow Jones, Sun Priest, Hines, High, Hilton, Turn, Who, 2, do, Helena, do, Foam, Sick, Fulton, Mugger, Achoo, a doo doo doo, roller sham shell is catamaro. You, doo 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 doo, 6-inch cavern, calada, a hoo, a boo boo boo, doo doo doo, folk and wafford, a loo, foremost Irish, moo, tally tally whisper, wet blue, doo, a doo doo, ding dong bell, sell. Me won't fall, sell, tell, yeah.
A cell, 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 bell, bow, mouth, cell, cell. A cell, bell, text, mouth, cell, cell, cell. A bell, 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 Paris, Geneva, Amsterdam, so get go, a spell, bell, call a bell, now. A cell, spell, bell. A cell, 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 telecorn, polarite, mother, spell, bell, burn it all. Zu meinen Füßen, ist sie hier? Die Einsagerin, die Neinsagerin, die flüssig Kristallärin, die immer wieder das erwidert Richtigsagerin, die nicht mehr hören will. Ein Stichwort, bitte. Einfach so einsagen und dabei nicht sagen, können Sie mir helfen? Oder wer will helfen? Ein Kommentar. Ein Wort bitte, ein einziges. Ein Hilfswort, eine Worthilfe. Okay, rufen wir einfach zu. Ein Fluchwort. Ein schönes Wort. Eine schillernde Erektion. Eine schillernde Erektion. Okay, von hinten. Anwalt dran. Etwas zum Schreiben. Ja. Hier. Für den Arsch hast du mir gegeben. What a wonderful sound. Das Wort ist den Schallraum nicht wert, in das du es dir rufen hast. Vergiss das Wort. Na, wie wär's vielleicht mit Nacht, Titte? Nacht, Titte? Kommt es unten entsprechend wieder raus? Ja, so ist es mit Anagramm. Oben rein, unten raus. Und aus. Schitter. Also, wir kommen jetzt in die Spielverkürzung und wir haben noch 3 Minuten Nachspielzeit in der Spielverkürzung. Genau.
eigentlich heißt die Verkürzung der Verkürzung. Ja, eigentlich müsste man sie abziehen. Die Verkürzung wird verlängert. Sehr geehrter Herr Wiedenhofer, also es ging an meinen Urgroßvater und das war mein Großvater. Okay, also, wir können Sie voll und ganz verstehen, wenn Sie der Heldentod Ihres Sohnes sehr schmerzlich trifft. Glauben Sie uns, dass auch wir diesen Helden sehr liebten und dass uns sein Ableben ein großer Verlust bedeutet. Wir bitten Sie vielmals um Entschuldigung, wenn wir hier nicht gleich auch Sie verständigt haben, da uns nur die Anschrift seiner Frau bekannt war und viele andere Arbeit und Sorgen den Tag streng und mühevoll machen. Glauben wir, dass Sie uns dies nicht böse nehmen und dafür Verständnis zeigen. Gerne sind wir bereit, Ihnen mitzuteilen, wie Ihr Sohn sein Leben lassen musste. Bei einem Spätdruckunternehmen an der Murmafront stieß seine Gruppe überraschend auf Feind. Und nur schwer konnte sich seine Gruppe vom Feinde lösen. Ihr Sohn Vinzenz gab als Führer den Befehl, dass sich seine Kameraden zurückziehen sollten. Und er selbst wollte als Letzter zurückgehen. Nur diesen heldenmütigen Entschluss verdanken seine Kameraden, dass sie wieder zurückkehren konnten. Er selbst wurde beim Nachfolgen durch einen Kopfschuss getroffen. Ihr Sohn war sofort tot. Sein Heldentod war schmerzlos. Seine Kameraden haben ihn trotz schweren feindlichen Feuers geborgen und zurückgebracht. Ihr Sohn wurde dann mit militärischen Ehren auf dem Heldenfriedhof in Barkina am 24.03.43 begraben. Sehr geehrter Herr Wiedenhofer, ich erlaube mir nun doch nachträglich, Ihnen im Namen der Kompanie mein Beileid auszusprechen. Das Versprechen, dass für uns sein Grab ein Heiligtum ist, soll für Sie eine Genugtuung sein. Sollten Sie irgendwelche Wünsche haben, so bitte schreiben Sie uns diese. Wir wollen sie Ihnen nach Möglichkeit gerne erfüllen. Heil Hitler! Ja! Peter, bist du noch da? Ja, ja, so. Na? Moment, wer dieser Tod passt? Na ja, na, ja, das ist das garantiert. Hast du mir den Ganges schon gesehen, da? Was meinst du? Den Ganges, ich hab's nicht gesehen. Ganges. Hast du den Ganges schon gesehen? Gar nicht, ja, haben wir gesehen, ja. Ja? Ja, sehr schön. Und den auch schon, oder? Peter? Oh. Du, was ist das, Peter? Papier. Leider schon. Der ist ja riesengroß. Ja.
Ja, voll und ganz. In seiner ganzen Pracht. Ja. Ich bin echt gesiedelt aus mit der Zeit, meine Freunde. Ich hab noch was, ne? Ja. Taktus. So. Ein Bilderkaktus. Ja, der ist schon alt. Der ist 4 Jahre fast ohne Wasser gewesen. Und auch ohne jeder kein Simbel und ohne. Kann ohne. Wirklich dann Luft und. Ich weiß nicht, wie das Leben zeigen kann, von Ausgangsruhen des Lebens. Ja, aber er lebt ja so. Und er wird dann irgendwann einmal Zeit, wird seine Flügel spielen. Wir haben ja heuer 100 Jahre Erster Weltkrieg. Der Vater einer Freundin von mir, einer Geflügelmalerin, einer Hühnermalerin, hat eine der größten Bakteriensammlungen in Niederösterreich. Und ein Kaktus, der ist vor dem Ersten Weltkrieg, ich weiß nicht, ob man da geboren sein kann, das ist nicht mehr geboren werden zu können. Aber jedenfalls, dieser Kaktus ist aus dem Jahr 1913 und hat im vergangenen Sommer zum ersten Mal geblüht. So sind also die Lebenszyklen der Pflanzen andere als die des Menschen. Ja, so. Aber ja, das ist eigentlich vor den Dichtern und Dichterinnen unter den Anwesenden. So. Ist kurz Dichtergeburt. Aus der Zerschlagung sich neu gewinnen. Zeile für Zeile. Das Leben neu redigieren. Statt Wahrheit beschwingte Lüge. Typisch fürs Dichterleben ist die Umzingelung. Das Farbigwerden der Umwelt. Man ruft nach der Polizei, falls sich ein Dichter bewegt. Falls sein Kopf hervorkommt. Falls seine Lungen im Schreien sich befreien. Früher war die Geburt des Dichters ein Fest. Er war geachtet, ebenbürtig den Sehern. Geschenke wurden herangekarrt. Lockung um Lockung zu Füßen der Säule. Man ward und genoss die Verstoßung, zitterte um das erhabene Nein, gleich wankend sich selbst verlöre. So. Danke, Peter, für dein Schlusswort. Peter, Jorgos, Paul, Remo und Claudio, danke fürs Mitmachen heute und danke fürs Mitmachen. Und Mario.